Hallo, hier ist wieder der Brandon von PB Playday und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge Minecraft Daily. Wir sind hier unten in unserem Loch und ich ziehe die Eisenhacke mal schnell nach vorne, denn wir bauen jetzt nur noch Eisenhacken, denke ich. Macht keinen Sinn, glaube ich, da jetzt groß noch Steinhacken mal anzufangen. Das dauert einfach zu lange und ich glaube, wir sind jetzt mit Eisen ein bisschen versorgt. Hier ist auch noch mehr Eisen. Kann man machen, wenn man halt wenig Eisen hat. Aber ich denke, wir haben jetzt schon ordentlich was gefunden. Wir haben einen Eimer, eine Schere, wir haben eine Rüstung, eine komplette aus Eisen. Wir haben immer noch 18 Barren in der Tasche. Oben sind auch noch Eisenbarren in der Kiste. Und da kann man sich auch mal was gönnen. Ist eigentlich so. So mache ich das eigentlich immer. Weil ich finde Steinhacken und auch irgendwann sind ja auch lästig. Wenn man das Eisen halt hat, wie gesagt, dann braucht man da auch nicht mehr mit Steinhacken rum zu hantieren, finde ich. Weil es halt auch schneller geht. Und man muss nicht immer wechseln. Man muss ja sonst immer Steinhacken dabei haben, wenn man farmen geht hier für Gold und Redstone. Ich weiß nicht, wie es bei Diamanten ist. Und das ist halt blöde, ne? Da muss man mal wechseln, hin und her und... Ah, nee. Das lassen wir mal. Wir bleiben jetzt bei der Eisenhacke und dann ist gut. So. Dann nehmen wir auch direkt das Eisen hier mit. Was hier uns so aus der Wand und aus dem Boden anlächelt. Und schließen hier die hinterlassene Lücke. So, die Steinziegel kommen weg. Hier ist kein Eisen drin, aber da können wir Steine braten. Weil wir jetzt gerade nicht dann nach oben brauchen. So, das Redstone hier nehmen wir auch noch mit. Aber jetzt gucke ich mal gerade wegen Fackeln, dass wir hier ein bisschen ausleuchten. Da haben wir zwei... Dann hat man hier wieder zwei, Moment, zwei, ja klar, zwei, zwei, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist jetzt gerade, aber so machen wir es jetzt. So, das wäre dann der Gang hier. Zwei, zwei, hier vorne sind es zwei. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir hier anfangen würden zu buddeln, oder? Aber selbst dann könnte man die auch noch lassen, die Fackel. Ja, 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 passt schon. Das passt schon. Dann machen wir es hier auch noch. Dann buddeln wir da. Zwei Fackel. Zwei Fackel. Zwei Fackel. Zwei Fackel. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch Kohle. Die packen wir ein. Denn wir haben ja gerade auch nämlich viele Fackeln an die Wand geklatscht. Und da bauen wir direkt mal ein paar neue. Ich habe nämlich nur noch eine einzige. Jetzt haben wir Kohle genug. Da können wir auch ordentlich mal auf die Kacke hauen und ein paar Fackeln bauen. Holz brauchen wir, glaube ich, sogar noch ein bisschen. Weiß nicht, wir müssten, glaube ich, noch ein bisschen Holz hacken für das Haus auch. Hat er ja schon mal, ich weiß nicht, ob es in der letzten oder in der vorletzten Folge war, drum gebeten. Schreibt mir noch mal in die Kommentare, wie ihr es gerne hättet quasi. Ob ich das offscreen machen soll, wenn ich nur farme. Oder ob ich wirklich alles zeigen soll. Weil ich denke mir immer, ist das ja so interessant, wenn ich jetzt hier quasi 10 Minuten lang Holz hacke. Ist ja eher nicht so spektakulär. Aber was will man machen, ne? Das gehört halt auch dazu. Bruchstein nochmal Andesit, ne? Füllen wir mal unten den Stack wieder auf. So. Lassen wir das mal einheitlich jetzt hier. Redstone nehmen wir aber hier mal weg. So. Okay, cool. Dann haben wir den Raum soweit fertig, ne? Abgegrast. Hier ist eigentlich nichts mehr zu holen. Dann gehen wir wieder. Nein, Quatsch. Wir fangen jetzt mal an mit Buddeln. Wie ich gesagt habe, fangen wir hier an zu buddeln. Dann machen wir nämlich hier, lassen wir die zwei weg, weil dann sehen wir die beiden. Hier machen wir wieder einen. Zwei frei, ein Buddeln. Zwei frei, ein Buddeln. Zwei frei, ein Buddeln. Ja, sehen wir die dann auch noch. Gut. Hätte man ungerade machen müssen, tatsächlich. Kommt jetzt so nicht ganz aus, ist aber nicht schlimm. Ich buddel dann noch kurz hier über die Löcher vor, wo ich so einen Gang setzen möchte. Da kommen böse Geräusche auf uns zu.
Hoi, 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 die bösen Geräusche. Ja, hier ist das ja genauso dann. Da müssen wir uns jetzt entscheiden. Machen wir einfach hier. Hier machen wir den Gang. Zwei frei. Gang. Frei. Gang. Zwei frei. Gang. Zwei frei. Gang. So. Und hier ist dann eine dickere Ecke. Ja, hier muss ich aber mal gucken, ob ich da wirklich reinbuddel. Das wäre dann ja hier zwei frei. Moment, da wäre eine Fackel, genau. Und hier der Gang. Wieder, oh, Redstone. Oh, ist schon nicht schlecht. Direkt schon im ersten Feld so einen Redstone dann zu finden. Und hier wäre es dann, genau, da wäre es dann. Hier. Wo habe ich denn da die Fackel gesetzt? Da. Okay, den Rest lassen wir jetzt erstmal stehen. Wo fangen wir denn an? Ich würde mal sagen, welchen haben wir am weitesten gebuddelt jetzt? Haben wir schon einen am weitesten gebuddelt? Klar, oder? Wenn wir bei einem mehr... Ah, hier, klar. Den haben wir zweite reingemacht. Das ist der weiteste schon. Und den gehen wir jetzt auch mal einfach mal ab. Warte mal, wie waren wir jetzt hier? 2, 4, 5, 6. Zack, jetzt machen wir eine Fackel. Ich zähle das aber jetzt hier nicht ab. Das ist mir jetzt auch zu blöd. Ich buddel da jetzt einfach rein und setze dann hin und wieder mal ein paar Fackeln. Passt schon. Könnte man jetzt auch zählen, ich weiß nicht, wie ihr das gerne... Könnt ihr mir auch mal schreiben, genau. Das ist ja... Oh, cool. Hat sich schon gelohnt. Creeper, okay. Ah, wir sind hier in der Schlucht. Oh, da kommt er schon. Ich gehe mal ein Stück zurück, vielleicht kommt er dann hier in meine Richtung. Hallo, grüß dich. Oh, da kommt, oh Gott, da kommt noch einer. Puh, der explodiert doch, mir doch egal. Also hier sind wir wieder in der Schlucht, okay. Aber in einer anderen nochmal, als wir vorher waren. Und hier wäre nämlich... Ah, Wasser, cool. Perfekt. Das ist ja Wasser zum Holen. Ich nehme aber nicht das. Ich nehme das hier. So. Dann lassen wir hier erstmal... Na, nee, nee. Jetzt lassen wir nicht stehen. Das muss weg. Diese Kieswand hier, das ist irgendwie blöde. Wenn ihr mich fragt, ist das blöde. Hier kippen wir mal Wasser hin. Da kippen wir auch mal Wasser hin. Dann machen wir hier erstmal groß zwei Dinger dran. Da nochmal. Da. Da. Dass mir hier bloß keiner blöde kommt. Und hier ist, glaube ich, auch schon Ende, ne? Wenn ich es richtig sehe. Ja. Sehr schön. Nehmen wir mal hier das Eisen mit. Natürlich die Frage, ob wir jetzt in die Richtung dann noch überhaupt weiter buddeln müssten von den anderen Gängen aus. Die Kohle lassen wir erstmal stehen. Ist nicht so dramatisch da, die paar Kohle. Wir haben ja schon ein bisschen Kohle jetzt auch. Wir werden auch noch mehr finden in den Gängen. Und die nehmen wir dann auch mit. Ja, da hinten ist Creeper City. Das machen wir aber mal weg hier. Das stört mich nicht, der Kies. Oh, hier ist sogar schon... Ja, wenn ihr kommen könnt, könnt ihr gerne vorbeikommen. So, das war gerade eingegrenzt. Dass wir da schon mal nicht uns die Pfoten verbrennen. An der Lava. Dann nehmen wir erstmal hier Redstone. Hier. Die Zombies kommen ja erstmal nicht bis hier. Oh, aufpassen. Nicht im
umguck, waren auf einmal hier die Lava frei hatten. Das wäre irgendwie uncool. Vielleicht sollten wir auch hingehen und tatsächlich überall Türen reinmachen. Also zumindest in... Ja, doch. Ui. Ich muss eh wieder zurück. Ach, guck mal, haben wir gar nicht weit gebaut, ne? Paar Meter rein quasi. Nee, da wäre Akazienholz eigentlich geil, muss ich sagen. Weil die Birkenholztüren sehen nämlich so aus. Und das ist jetzt für so eine Höhle eher nicht so cool. Aber die Akazienholztüren sind, glaube ich, fett. Wir gehen jetzt auch mal nach oben. Aber wir gehen jetzt sofort wieder zurück. Das ist jetzt versprochen. Also wir bauen jetzt nicht am Haus, auch wenn ich jetzt nach oben gehe. Ich möchte jetzt tatsächlich echt nur kurz Akazienholz holen, weil die Türen dafür einfach geil sind. Für so eine Höhlentür ist das echt fett. Glaubt mir. Also, ist eh dunkel, siehst du. Kommt mal eh nicht raus. Zack. Nee, Andi sieht es da ja keine Katze mehr, der Scheiß. So, hier noch ein bisschen Birkenholz. Akazienholz. Haben wir keine Akazienholz mehr? Oh, nee. Das müssen wir tatsächlich raus und will ich das holen. Diorit haben wir noch. Davon haben wir noch gar nichts, okay. So, eine Kiste wollte ich auch unten aufstellen, ne? Ah, Kies. Ja, Kies. Zack. Könnt ihr da mal weggehen? Das sind meine Akazien. Ich muss in den Boden. Ha! Ich bin so ein Tier. Gerade gucken. Ne, ja, das war schon mit Holz anscheinend. Ist erstmal nicht schlimm. Wollte nur sicher gehen, dass da nicht irgendwas stehen bleibt. Verrecke! Lindermann. Hallo, kannst du mal aufhören zu schreien? Du bist schon tot, du Penner. So, wie viel haben wir? 16. 4 und 1 Deck, perfekt. Reicht. Können wir wieder gehen. Wupp, wupp, hab ich ja gesagt. Wir gehen ja wieder zurück. Pum, 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 pum. So. Da. Ah, Akazien. Passt nicht rein, haben wir keinen Platz für. Steine nehmen wir mit. Ne, warte mal, die Ziegel lasse ich mal hier. So, Wasser habe ich noch. Ah, nee, ist alles gut. Ich hab noch, Eisen in der Tasche. So. Ich hoffe, das war jetzt noch die richtigen. Ja, genau. Oh, 12 Stück. Dann hätte ich gerne... Ach, ich habe sogar noch eine Eisenhacke, ich Idiot. Ich habe gar nicht zurückgebraucht. Naja. Bauen wir auch noch direkt ein Schwert hinterher. Bevor sich das nachher auch in Wohlgefallen auflöst. Eisen kommt mal darüber. Stöcke, so dann... Nee, nehmen wir ein bisschen Akazienholz einfach jetzt für Stöcke. Zack, zack. So, und die Kiste... war auch nicht von für irgendwas. Die war für hier auch gedacht. Stellen wir jetzt einfach da hin, genau. Wundervoll. Türen. Und dann machen wir einfach hier irgendwo ein, zwei. Machen wir zwei tief rein. Jetzt so eine Tür. Sehr geil. Wie sieht er denn hier aus? Irgendwas, was mich angreifen möchte? Nein. Hühnchen. Nehmen wir die Kohle direkt mit. Lapis hat man ja schon eingesammelt. Aber auch die Kohle möchte gesammelt werden. Denn auch Kohle, auch wenn die jetzt nicht mehr so selten ist natürlich, sollte man nicht unterschätzen. Ist immer noch eine wertvolle Ressource.
Oh, ich glaube, hier ist auch schon Ende wieder, ne? Oder? Nee, hier geht's noch weiter. Nee, hier ist Ende. Okay. Machen wir kurz hier ein bisschen. Das sehen kann auch. Oh, warte mal kurz. Da oben. Nee, das ist nur heller Stein, okay. Diorit. Aber wir nehmen jetzt erstmal alles mit, was wir hier so gefunden haben in der Schlucht. Wo sind wir denn? 15. Ich brauche ein dickes Kohlenvorkommen wieder. Oder beziehungsweise hier schon wieder ein zweites. Da scheint sogar schon ein drittes wieder zu sein. Kurz da so eine Lampe hin, genau. Schön viel Kohle. Brauchen wir immer wieder Steine brennen und was finde ich alles? Essen kochen. Das mündet anscheinend auch schon wieder in Neues. Also das ist ja ganz oft jetzt bei Kohle. Dass die da in das Kohle quasi in neue Kohlevorkommen mündet, zumindest in diesen Tiefen, habe ich das Gefühl, ist das oft so. So, sehr schön, das muss jetzt auch reichen. Moment, hier machen wir erst nochmal eine Reihe weg. Fluchtweg. Redstone, den nehmen wir gerne mit. Das war es auch schon, aber hier die Reihe kann man nicht komplett abreißen. Nochmal wohl hier. Die machen wir wieder hin. Weil hier ist bestimmt noch mehr Eisen. Da sind bestimmt schon die zwei. Oder? Oh, doch, anscheinend. Ist das hier tatsächlich so? Da ist noch Gold. Könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Bin ich da dran? Ja. Reicht gerade noch, oder? Ja, sehr schön. Eisen. Wir haben jetzt leider noch nicht so richtig die mega fetten Sachen gefunden, also Diamanten. Wo sind wir denn hier auf welcher Ebene? 12. Okay, das ist 11. Also hier wäre Diamanten auf jeden Fall die, wäre die passende Ebene für Diamanten. Hier würde ich mal kurz was drin bauen. So, reicht das schon, oder? Ach so, das ist auch... Nee, das ist... Okay, okay. I see what... where this goes. Okay. Zack. Nehmen wir auch hier ein bisschen Kohle mit. Wenn es hier sonst nichts zu holen gibt. Tja, das ist natürlich jetzt erstmal cool. Wenn man denkt, oh geil, eine Schlucht, fett, cool, direkt 8 Blöcke irgendwie gegraben oder so. 8 Blöcke gestrippt mined, wie man so schön sagt. Das Strip Mining, diese Buddeltechnik hier nach Diamanten, diese Suchtechnik. Oder Variante, ich weiß nicht, ob Technik jetzt nennen würde, ist jetzt auch nicht so der große Clou, ne? Wir buddeln halt Gänge, ja, klar. Man buddelt die halt so, dass man halt keinen Block übersieht. Das ist aber auch nicht der... die Erfindung des Rades, ne? So. Würde ich aber tatsächlich sagen, lassen wir erstmal den Gang auch hier weiter Gang sein. Wobei, jetzt können wir natürlich sparen, den zu machen. Den wahrscheinlich auch. Den können wir wahrscheinlich alle sparen. Jetzt die Frage, was wir machen. Machen wir vielleicht mal den gegenüber einfach, weil das eine ganz andere Richtung ist. Und weil hier auch direkt schon Redstone liegt, vorne an. Zack, zack. Genau. So, und dann wir hier zwei... Oh. Da käme dann die Tür hin.
Machen wir dahinter auch direkt mal eine Fackel noch. Wo wir gerade schon dabei sind. Man muss sich auch immer ein bisschen nach hinten absichern. Also das sollte man auf jeden Fall für, falls ihr nicht so Minecraft erfahren seid, ist das auf jeden Fall ein guter Tipp für euch. Ob ihr jetzt hier dieses Strip Mining macht oder ob ihr irgendwie anders Höhlen erforscht, ihr solltet auf jeden Fall mal gucken, dass euer Rücken sicher ist. Jetzt ist der bei mir nicht ganz abgesichert, weil ich die Tür nicht zugemacht habe, aber da kann eigentlich nichts passieren. Also der Raum ist ausgeleuchtet, da spawnt auch nichts. Und ich will hier großes Wasser fließen. Könnte sein, dass wir unter dem See natürlich sind, der da an unserem Haus vorbeifließt. Oder wir sind einfach hier an so einer Höhle ausgekommen. Sehr cool. Lava müssen wir uns auch noch einsammeln. Ich möchte oben gern. Oh, Moment. So ein Lava-Becken haben. Ach, da ist schon ein Stein drauf. Ah, okay. Da war schon ein Stein. So. Das muss jetzt mal alles weg, genau. Machen wir da noch einen hin. Da ist kein Stein. Dieser ist wieder runter. Nö. Aber trotzdem zu riskant. Deswegen mauere ich das jetzt so ein. Bin da mal ein bisschen vorsichtig bei Lava. Bei diesen Flusstechniken bin ich nicht so ganz vertraut. Kann man jetzt auch. Die einfache Variante wäre jetzt auch ganz ehrlich. Um das mal kurz zu erwähnen, für, wie gesagt, Leute, die nicht so viel Minecraft spielen. Die einfache Variante hier ist einfach, ich gehe hin und setze einen Block in die Lava, dann ist die Lava nämlich weg. Aber dann kann ich auch nachher nicht mehr holen. Und wie ich gerade gesagt habe, möchte ich ja gerne in meinem Haus so ein Lava-Becken haben, mit einem Eisenzaun drum am besten. Dass man da nicht reinfallen kann, aber dann kann man da nämlich schön immer Sachen reinschmeißen und die verbrennen. Das ist ganz cool. Das Wasser. Das können wir jetzt einfach mal. Ah, das war nicht so richtig. Geht aber auch. Man kann auch einfach Wasser davor setzen. Habt ihr gerade gesehen. Funktioniert auch. Gleiches Prinzip eigentlich. Muss man gerade überlegen, wo komme ich denn her? Hier. Okay. Da. Und. Da, machen wir mal. Damit ich das nicht vergesse. Und wir müssten jetzt auch gleich schon wieder eine Pause machen. Oder einen Schnitt. Ich denke, dann werde ich auch die Session hier beenden. Die Lava brennen wir jetzt erstmal nieder. Komplett. Und dann könnte man jetzt theoretisch hier dann weiter anfangen, wieder zu strip-minen und so weiter und so weiter. Aber wir gucken erstmal. Hier ist so ein großer Lavasee. Da ist eigentlich. Eigentlich ist das ein guter Spot, glaube ich, für Diamanten. Da müssen wir jetzt nur mal gucken, dass man an der richtigen Stelle bohrt. Hackt. Hack kaputt. Kann man auch oft schon finden, wenn man hier so ein bisschen die Höhle beschönigen möchte, quasi. So wie ich das hier mache. Dass ich hier so ein bisschen die Kanten rausnehme. Dass man dann schon mal Glück hat und Diamanten findet. Durchaus möglich. Geht es da oben weit? Nee, ach so, das ist so ein dunkler Spot, wo wird irgendwie der Schatten komisch. Okay. Da machen wir mal einen hin. Holen wir uns den Redstone. Hier ist noch ein Lazuli. Sehr schön. Ein bisschen von dem Zeug verbrennt jetzt immer. Das war nicht so schlimm. Den Lapis nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich hoffe, dass wir auch bald mal Diamanten finden. Das wäre echt cool. Zack. Sehr schön. Ne, das ist Diorit. Gut. Lass mich dann nicht in die Irre führen. Da, 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 da. Ja. Ne, ich wollte gerade sagen, cool wäre natürlich, wenn man so eine Hacke mit Glück hätten, aber die können wir uns ja gar nicht machen, weil wir keine Diamanten haben.
ewige Teufelskreis quasi mit Diamanten. Da war unser Ausgang. Okay. Alles kein Problem. Nur noch Skelette und sowas, ne? Aber die sind ja auch nicht unweit. Gut möglich, dass hier irgendwo eine Höhle ist. Vielleicht auch hier hinter sogar. Oder hier? Irgendwas? Hm. In dem Zwischending vielleicht. Von dem Lavabecken zu dem Lavafluss. Schade. Okay, wir haben jetzt keine Diamanten gefunden. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier auch. Ich gehe mal wieder nach vorne. In den Vorhof der Hölle. Wo geht's lang? Da. Hui. Und bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt Minecraft Daily mit dem Brenn. Also bis dahin. Tschüss.